Ganz schön heiß hier, Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge Golden Sun. Ich wollte gerade Xenoblade Chronicles X sagen. Da wollte ich Final Fantasy X fragen, warum auch immer. Wir sind jetzt hier draußen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ja, was machen wir jetzt? Auf jeden Fall sind wir jetzt durch die Wüste. Wer hätte es gedacht? Wenn ich Bock auf Gegner besiegen habe, besiegen wir die gerade. Alter, holy shit, du hast ja kaum noch ein PP. Ja. Wir sollten wohl schnell ein Dorf finden. Ich dachte eigentlich, die wären schwächer, die Gegner, aber okay. Ja, ein Gegner. Das ist ein Dorf. Kelly. Hier, du hast Rüstung. Ich würde aber gern heilen. Hier. Sieht nice aus. Die sehen aus wie Händler. Die liegen wie mexikanisch aus, zumindest der Boden. Digga, das sieht aus, als würde er hier Obst verkaufen. What? Warum bleiben wir ausgerechnet hier stehen? Sieht aus, als würden die Frühstücke und so verkaufen und dann sind da Schilder und Schwerter. Ja, warum müssen wir uns beeilen? Sonst kommen wir zu. Wir müssen uns doch beeilen, sonst kommen wir nicht zu Kolossus oder so. Zu spät zu Kolossus? Das darf nicht passieren. So geht das nicht. Wir haben viel Geld bezahlt, um bei Kolosso dabei sein zu können. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Es wird schon alles gut werden, Leute. Wir müssen nur sicherstellen, dass niemand fehlt. Nun, das ist natürlich in Ordnung. Ey, der Typ. Okay, die sind besonders. Aber wenn jemand fehlt, werden wir anderen zu spät kommen. Vergesst sie doch und lasst uns endlich weitergehen. Oh, Junge. Also gut, beeilt euch und zählt durch. Digga, dafür müsste ich noch nicht mal da rufen, um zu sehen, dass es 8 Stück sind. Digga, als ob die jetzt nachzählen, weil die zu dumm sind, bis 8 zu zählen. Uns fehlt eine Person. Wo kann der Kerl nur sein? Was ist los? Warum gehen wir nicht nach Tobi? Hier sind eine Menge Leute, die darauf warten, Kolosso zu sehen. Digga, wie oft zählt ihr noch durch? Das sind 8 Stück. Hey, was ist los? Warum rennen die Führer ständig vor und zurück? Digga, sind ja noch dümmer als Garrett. Komm schon, warum sind wir noch hier? Ich habe gehört, dass es auf der Straße nach Tolby ein Erdrutsch gegeben haben soll. Wir haben viel Geld bezahlt, um nach Tolby zu kommen. Wir müssen entscheiden, ob wir an Kolossus teilnehmen, sobald wir in Tolby angekommen sind. Gerade als wir abreisen wollten, sagten sie, wir müssen ein Schiff nehmen. Ich hasse Schiffe. Hätte ich das geahnt, wäre ich niemals mitgekommen. Es ist eine Schande, dass ein Mann wie du auf keinem Schiff reisen kann, Uranus. Jetzt reicht's. Wir können nicht länger warten. Ja, ihr habt 10-mal durchgezählt, ob es wirklich 8 Leute sind. Nicht warten können, was soll das heißen? Wir wussten doch alle, dass jeder, der zu spät kommt, zurückgelassen wird. Jeder, der damit war, damit einverstanden.
Wo ist dann das Problem? Wir verpassen das Schiff, wenn wir noch länger warten. Das Schiff verpassen? Das darf nicht geschehen. Wir haben viel Geld gezahlt, um... Wir müssen ankommen, bevor das der Karneval beginnt. Es gibt nichts, was wir tun können. Lasst uns gehen. Ja, lasst uns gehen. Gut, folgt mir in einer Linie. Digga, war das unnötig. Wo ist meine Reisegruppe hin? Digga, du hättest mit denen mitlaufen sollen, du Vollidiot. Nein, sie sind sicher nicht ohne mich gegangen, oder etwa doch? Digga. Oh nein, ich wollte mich auf die sollte mich beeilen, oder so. Digga, war das... Warum haben wir das jetzt gesehen? Hier ist noch ein Dorf. Unglaublich, das ist also der Ozean, von dem Creighton gesprochen hat. Das Meer von Karagol ist von Land umgeben. Also es ist kein richtiger Ozean. Ein echter Ozean ist nach allen Seiten hin offen. Was? Aber dies sieht genauso aus, wie Crane es beschrieben hat. Eines Tages möchte ich einen echten Ozean sehen, Isaac. Docks von Calais. Sieht besonders aus. Tickets. Wir haben keine Tickets. Was machen wir jetzt? Okay, da ist ein Gin. Wie jetzt gedacht. Okay, das ist eine Karte. Können wir die ansprechen? Also hier müssen wir safe nicht lang. Da ist auch noch eine Höhle. Kleidtunnel Eingang. So, die Höhle betreten. Nee. Ich würde dich ja gern lassen, aber ich darf nicht. Du solltest besser umkehren, okay. Kehren wir lieber um. Ich will erstmal gucken, was oben drüber ist, bevor ich weiter in diesem Dorf nachschaue, was es da so gibt. Digga, ist die Scheißwelt groß. Grüne Schleimkrocks, sind das nicht die vom Anfang? Wait, sag mir jetzt nicht, dass wir da... Wir sind doch da... Ja. Lol. Wo waren der eine Djinn, den wir damals noch nicht bekommen? Der war nicht hier. Der war noch vorher, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn jetzt mit der Kraftwelle bekommen. Wait, aber das ist das Anfangsdorf, oder? Oh ja, die Gegner hier sind ein schlechter Scherz. Das ist Walle. Alter, ich bin gerade komplett verwirrt. Wo war denn dieser eine Ort, wo es noch einen Djinn gab? Ich weiß, da oben konnten wir nicht weiter. In Lunpa. Das war aber, glaube ich, vor Lunpa. Wait, war das nicht sogar in dem einen Dorf da, Walt? Hey, doch, das war hier. Ja, doch. Das war hier. Ich guck mal, ob wir ihn jetzt holen können. Wenn nicht, gehen wir zurück in dieses eine Dorf. Ja, stimmt, das war hier, das war hier, das war hier.
Oder müssen wir vielleicht. Nein, ich stehe Chinese. Nein, es gibt nichts mit Enthüllung hier. Oder komme ich. Kann ich vielleicht von da oben das einsetzen? Kraftwelle. Nein, die geht nicht weit genug. Ja, okay, dann waren wir hier komplett umsonst. Geil. Ich liebe es. Ich schneide da mal, bis wir wieder dort sind. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder in der Stadt, in der Schwerter wie Obst verkauft wird. Und ich wollte nicht raus. Okay, hier oben gibt es wieder so einen Ort. Dieses Lord Hamids Palast. Der Lord ist nicht anwesend. Bitte geht weiter. Sobald Lord Hamid wieder da ist, werden wir gerne wieder Gäste empfangen. Überlass das mir. Ich bin es. Bitte erlaubt mir, Lady Lyanna zu sehen. Ihr kennt ihr mich nicht? Ich bin Ivan, der Diener von Lord Hamid. Ivan? Ich habe dich nicht erkannt. Du hast Farbe bekommen. Aber du bist es, Ivan. Oh, es ist Ivan. Du wirkst plötzlich so erwachsen, Ivan. Habe ich mich wirklich so sehr verändert? Stimmt. Wirklich? Ich bin überrascht. Es kam mir gar nicht so lange vor. Das macht nichts. Wie wichtiger ist es, dass dich die Diebe freigelassen haben? Bitte sag uns, ob Lord Hamid bald wieder in Freiheit sein wird. Freiheit? Lord Hamid ist ein Gefangener? Du hast es noch nicht gehört? Ich glaube, wir müssen dich wohl auf den neuesten Stand bringen bezüglich der Informationen. Dies ist eine private Angelegenheit. Wenn deine Freunde jetzt bitte gehen würden, ja, okay. Nein, Isaac, zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Nun gut, warum bist du nicht bei Lord Hamid? Ich blieb im Vault, um nach seinem gestohlenen Stab zu suchen. Gestohlen? Jemand hat seinen Stab gestohlen? Ja, der Schamanenstab. Aber ich konnte ihn wiederfinden. Da muss Lord Hamid noch immer in Lumpa gefangen gehalten werden. Das muss ich sofort Lady Lyanna erzählen. Komm, Ivan, wir müssen zu Lady Lyanna. Du musst dir alles erklären. Isaac, hast du gesehen, dass Lord Hamid nach Norden unterwegs war? Ja. Da muss Lord Hamid nach Lumpa aufgebrochen sein. Lady Lyanna wird froh sein, deine Geschichte zu hören. Bitte komm mit mir und erzähle ihr alles. Aber Garrett bleibt draußen, weil er einen zu niedrigen IQ hat. Hey, warum ist alles hier so schwarz-weiß? Wollten wohl Farbe sparen, oder? Die haben es geplant, auf den Gameboy Color raus, auf den alten Gameboy rauszubringen. Haben dann im letzten Moment gemerkt, oh, vielleicht sollen wir es doch auf den GBA bringen. Als ich hörte, dass du zurück bist, Ivan, wagte ich zu hoffen, dass Lord Hamid mit dir gekommen wäre. Wir dachten, Lord Hamid wäre auch freigelassen worden. Wir haben das Lösegeld, das sie forderten, gezahlt. Also sollte er bald wieder hier sein, oder? Was geschieht nun momentan, Lumpa? Die Herrschaft von Lunpa wurde von dessen Gründer Lunpa, dem noblen Dieb, an seinen Sohn Donpa und dann an Lumpas Enkel weitergegeben. Ja, das haben wir schon gehört. Du Donpa ist ein übler Schurke. Das Herz von Donpa, seinem Vater, zerbricht angesichts der momentanen Lage in Lunpa. Dann habt ihr das Lösegeld geschickt? Mal sehen, zuerst ist der Vulkan ausgebrochen. Die Lösegeldforderungen kamen kurz nach dem Ausbruch. Wir haben ihnen sofort das Geld übergeben. Ich kann mich gut daran erinnern. Seit dem Ausbruch ist es eine ganze Weile her. Es ist möglich, dass sie gar nicht die Absicht haben, Lord Hamid freizulassen. Ja, no shit, really? Krass, hätte ich nicht gedacht. Denkst du das auch, Isaac? Ich hab's dir gerade gesagt. Glaubst du etwa, dass du Donpa Hamid nicht freilassen will? Ich stimme Ivan zu. Wenn sie ihn freilassen wollten, hätten sie es schon getan. Es tut mir leid, Lady Lyanna, aber ich glaube, Ivan hat recht. War sowieso naiv zu glauben, dass sie das wirklich machen. Was sollen wir nur tun? Wie können wir Hamid retten? Was? Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Überlasst das uns. Milady, genau dafür sind die Soldaten von Kalai da.
Ja, Lady Lyanna, bitte überlasst das uns. Gebt uns den Angriffsbefehl und wir werden ihn ausführen. Das kann ich nicht tun, nicht ohne darüber sorgfältig nachzudenken. Wie können wir für Hamids Sicherheit garantieren, wenn wir Soldaten aussenden? Ich kann es nicht tun. Ich kann Hamids Leben nicht aufs Spiel setzen. Können wir denn gar nicht helfen? Doch, wir reden ja einfach. Oh, es ist ja auch langsam Zeit, dass du mir mal zustimmst, Isaac. Ja, ausnahmsweise stimme ich dir zu. Wovon sprichst du? Carrot ist der Meinung, dass wir helfen können. Es ist zu gefährlich. Wenn ihr versagt, sind auch eure Leben in Gefahr. Abgesehen davon habt ihr nicht andere Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. Ich muss mal den Terminkalender gucken, aber ich denke schon, ja. Das dachte ich mir. Ich wusste, dass es einen Grund geben muss, warum Ivan bei euch blieb, anstatt sofort von Volt nach Hause zurückzukehren. Was wird da mit Lord Hammett geschehen? Hammett stellt eine wichtige Geisel für sie dar. Die werden ihm nichts antun. Wir sollten auf eine neue Nachricht aus Lunpa warten. Lady Lyanna, ich kann nicht einfach so gehen. Ist schon in Ordnung, Ivan. Hammett würde nicht wollen, dass du... Ich entschuldige mich. Ich habe schon mehr gesagt, als ich sollte. Es klingt, als ob Hammett von unserer Mission wüsste. Ich glaube, ich kann es nicht länger geheim halten. Gut, ich werde es euch sagen. Er schwor einen Eid auf einen Jupiter-Adepten. Einen Jupiter-Adepten? Hast du schon mal von einem Dorf namens Valle gehört? Hey, das ist ja unser Dorf. Ihr seid aus Valle wirklich? Dann ist die Prophezeiung wahr. Ach komm, ich bin nicht so ein Prophezeiungsshit, dass wir irgendwie auserwählt sind oder so. Welche Prophezeiung? 3 Jahre nach dem schrecklichen Sturm, der auf Alfberg wütete, muss Ivan mit Kriegern aus Valle auf Reise gehen, eine Reise gehen. So wurde es vorhergesagt. Was ein Zufall. Von so einer Prophezeiung habe ich noch nie was gehört. Es geschah einige Jahre bevor Hammett Calais gründete. Er war gerade auf Reisen. Hammett fühlte, dass er als Händler einen toten Punkt erreicht hatte. Auf der Suche nach neuen Einkommensquellen riskierte er sein Leben. Als er am südwestlichen Rand der Welt war, befand er sich in Lebensgefahr, als plötzlich einige Adepten auftauchten, die ihn retten und ihn retteten. Dann verlor er das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in ihrem Dorf. Ein Dorf? Komme ich aus diesem Dorf? Ja, der Adept gab ihm den Schamanstab und dich zusammen mit ein paar Dublonen. Dublonen? Waren es goldene Dublonen? Ja, lass sehen. Man nennt dich... Ich bin Mia, Lady Lyanna. Es war eine Menge Gold, Mia. Aber er bekam auch einen guten Geschäftstipp. Geschäftstipp? Hammett, der größte Händler aller Zeiten? Ja, Garrett, Hammett verdankt seinen Erfolg nur an den Adepten. Wow, davon habe ich noch nie gehört. Er erhielt den Rat, in Xian Seide zu kaufen... und sie in Tolbi zu verkaufen. Etwas so klar sehen zu können, ist, als ob ein Traum wahr werden würde. Offensichtlich hat Hammett zu diesem Zeitpunkt sein Gespür für Geschäfte bekommen. Musste er ihnen dafür als Gegenleistung etwas versprechen? Ja, Ivan, ist etwas, das du auf deiner Reise brauchen wirst. Etwas, was wir auf der Reise brauchen werden? Der Adept hat bat Hammett, den Schamanenstab einzusetzen, um es zu erhalten. Er suchte nach diesem Objekt, wo immer er hinkam. Doch er konnte es nie finden. Dann ereignete sich vor 3 Jahren ein fürchterlicher Sturm. Ein Sturm, der nur am Alefberg wütete. Oh, den kennen wir. Part 1. Hammett war in Sorge, dass die Zeit knapp werden würde. Doch er schaffte es gerade noch, einen Hinweis zu finden. Deshalb, Ivan, hat er dich auf seiner letzten Reise in den Norden mitgenommen. Das wusste ich nicht. Deshalb hat er also den Stab in meiner Obhut gelassen. Aber dann... Nein, Ivan, du darfst dir nicht die Schuld geben. Nur durch meine Unachtsamkeit konnte der Stab gestohlen werden. Und das ist wiederum der Grund, warum Lord Hammett in Lunpa gefangen gehalten wird.
Du musst deine Reise fortsetzen und deine Aufgabe erfüllen. Du darfst dir nicht die Schuld geben. Aber was geschieht jetzt mit Hamid? Ich werde mich darum kümmern. Vergesst nicht die Soldaten von Calais. Setzt eure Reise fort und sorgt euch nicht um Hamid. Tut mir leid, dass ich nicht mehr über den Schamanenstab erzählen kann. Nein, entschuldigt euch nicht. Der Schamanenstab wird uns helfen, den Gegenstand zu finden, den wir auf unserer Reise brauchen werden. Werdet ihr danach suchen? Muss man auf den Terminkalender gucken. Boah, wir werden danach suchen, wir haben genug Zeit. Wenn Isaac das sagt, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Ja, du hast sowieso nicht genug, dein Gehirn ist sowieso zu klein, um nachzudenken. Sehr gut, passt gut auf euch auf. Alle Mann, zurück auf ihre Posten. So. Ich will gerade was nachschauen. Das war die ganzen spielbaren Charaktere, ob es noch mehr gibt oder ob es bei den vier bleibt. Alter, müssen die immer so groß sein, diese Schlösser. Und wisst ihr was, ich habe gerade keine Lust nachzuschauen, aber ich glaube, es müssten nur die vier vielleicht sein. Beim dritten Teil sind es halt acht. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Digga, schieb den doch nicht weg. Ich guck mal gerade wieder kurz was. Ich guck gerade echt eine Menge kurz was nach. Wo ist denn? Hier. Vielleicht kann ich anhand eines Tsuishimaru-Titels entziffern, was man machen muss als nächstes. Ja, okay, nee, kann man nicht. Das ist eigentlich fast unmöglich, da was rauszulesen. Ne, das ist das, was ich am wenigsten mag an seinen Titeln. Einfach, man weiß einfach überhaupt nichts. So, Digga, was passiert da? Vorfreude, was soll mir das sagen? Was machst du in dem Part, Junge? Kann ich vielleicht bei den Docs was machen? Ich habe ja nicht zufälligerweise ein Ticket, oder? Können wir uns hier ein Ticket holen? Ich habe ja mit der Dame nicht gesprochen. So, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wir nach Lumpa können. Oh, das sind die ganzen. Ob hier noch was ist. Wait, vielleicht sollte ich auch runtergehen. Okay, nur um sicher zu gehen, dass hier nichts ist. Spaß. Geh da hoch, Isaac. Danke. Ich frage mich, was wohl geschehen könnte. Ihr meint, ihr wollt dieses gefährliche Meer trotzdem überqueren? Es wäre ein viel zu großer Verlust, sich so viele Passagiere durch die Lappen gehen zu lassen. Sag, Kaya, wie geht es denn irgendwas? Diesen Vorstoß, da sehe ich kein Problem. Ist nur so, dass... Ist es nur was? Wenn ein ganzer Haufen von ihnen erscheint, während wir auf hoher See sind, komme ich damit allein sicher nicht klar. Tut mir leid, aber das wirst du übernehmen müssen. Außer dir kann ich niemanden kämpfen lassen, Kaya. Denk daran,
Die Ruderer haben alle Hände voll zu tun. Sie können nicht kämpfen. Es gibt nichts, was wir tun können. Lasst uns die Segel setzen. Wovon sprichst du? Wenn wir jetzt Segel setzen, werden wir es niemals bis Tolby schaffen. Wir schaffen es schon. Wir haben jetzt ein Schutzamulett. Easy peasy. Amulett? Amulett sagst du? Du meinst diesen kleinen Ankeranhänger? Dieser kleine Anker hat uns immer vor Schaden bewahrt. Kapitän, reißen Sie sich zusammen. Das ist doch nur ein dummer Aberglaube. Wir werden es schon schaffen. Selbst wenn wir keine Söldner finden, wird uns ein dieser Talisman beschützen. Wir sollten uns beeilen. Alles fertig machen zum Segel setzen. Großartig, endlich stechen wir in den See. Nicht, dass ich etwas dazu zu sagen hätte. Na, ja, ich habe auch nichts dagegen. Ich habe gar nichts getan. Wirklich, ganz ehrlich. Okay, was hast du getan? Hast du etwa die Sinnlos versteckt, hä? Sinnlos versteckt? Ich werde mal seine Gedanken lesen, weil ich habe keine Ahnung, was der Typ will. Das ist mega sass. Ich habe den Anker-Talisman versteckt. Niemand sucht den an der Spitze des eines Mastes. Sehen wir den mit der Enthüllung? Spitze des Mastes, sagst du? Das ist mein Ernst, jetzt könntest du ihn verstecken vor mir. Hey, Bro, guck mal, was ich hier habe. Sagt er immer noch dasselbe? Aber ohne Scheiß, der Geistleser ist schon geil. Mann, hätte ich... Muss ich den jetzt hier irgendwo platzieren? Bro, was muss ich hier machen? Hier hinbringen oder was? Und wie groß ist dieses Schiff bitte? Wenn wir nicht sofort in See stechen, gehe ich wieder an Land. Ja, aber wir werden bald in See stechen, also bitte, ich euch um Geduld. Was bedeutet bald? Ich frage, wie lange bald noch dauert? Sie fragen sich wann? Nun, wir planen Kolosse zu besuchen. Du musst wissen, dass mein Freund Uranos Angst vor Schiffen hat. Uranos, aber er ist gewaltig. Es ist ja nicht so, dass ich Angst hätte, aber ich kann Wasser nicht leiden. Lieber ließe ich mich von giftigen Spinnen beißen, als das Meer überqueren. Spinnen wie? Und selbst Uranos ist jetzt bereit, das Meer zu überqueren. Wenn wir jetzt nicht ablegen, wann dann? Das ist keine leichte Frage.
Na, also ich weiß wann, und zwar im nächsten Part. Da dieser Part gleich zu Ende geht. Der Typ sieht irgendwie aus wie Bartram mit roten Haaren. Also der Fire Emblem. Das war's auf jeden Fall mit dem Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Süß.